Kann ich die Wartezeit 45 Jahre auch mit freiwilligen Beitragszeiten erreichen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Viele Menschen in Deutschland wollen in Rente gehen, unter anderem auch in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Rente, die Sie kennen mit den 45 Jahren Wartezeit. Und uns hat eine Anfrage erreicht auf rentenbescheid24.de. Da möchte ein Selbstständiger seine Rente bei uns geplant haben und er fragt ganz explizit danach, kann ich denn, wenn ich jetzt mit 63 vielleicht aufhöre mit Arbeiten, meine Wartezeit 45 Jahre erreichen, was kann ich tun? Grundsätzlich brauchen wir für die 45 Jahre Wartezeit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach § 51 Absatz 3a ganz bestimmte anrechenbare rentenrechtliche Zeiten. Und zwar Pflichtbeiträge, Berücksichtigungszeiten, Zeiten des Bezugs von ALG 1, Krankengeld, Unterhaltsgeld und nach § 51 Absatz 3a Ziffer 4, freiwillige Beitragszeiten. Damit ist klar, dass freiwillige Beitragszeiten im Grundsatz auch für die 45 Jahre Wartezeit gelten. Aber nur unter einer Voraussetzung. Freiwillige Beitragszeiten zählen nur dann als anrechenbare Zeiten für die 45 Jahre, wenn mindestens 18 Jahre mit Pflichtbeitragszeiten aus einer versicherten Beschäftigung im Versicherungskonto vorliegen. Das heißt also, für unseren selbstständigen Mandanten, der mit uns gemeinsam seine Rente planen möchte, da brauchen wir, um sicher anrechenbare Wartezeiten mit freiwilligen Beitragszeiten für die 45 Jahre zu erreichen, mindestens 18 Jahre Pflichtbeitragszeiten, die in seinem Rentenkonto gespeichert sein müssen. Das muss nicht hintereinander sein, sondern das kann auch gestückelt sein. Hier mal 5 Jahre, dort mal 3 Jahre, dort mal 2 Jahre. Das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache in der Summe 18 Jahre Pflichtbeitragszeiten. Dann kann ich auch mit freiwilligen Beitragszeiten hier entsprechend die Wartezeit auffüllen. Und wie macht man das? Ganz einfach, man holt sich eine Rentenauskunft, guckt einfach in die Rentenauskunft rein und dort gibt es meistens schon eine Übersicht über die entsprechenden Beitragszeiten, über die Kalendermonate. Und wenn man das dann zusammenrechnet, auf 18 Jahre hochrechnet, sieht man, aha, ich habe die Pflichtbeitragszeiten erfüllt. Freiwillige Beitragszeiten kriege ich aber nicht einfach so, sondern da muss ich einen Antrag stellen. Das heißt also, ich muss bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei meinem Rentenversicherungsträger einen entsprechenden Antrag auf freiwillige Versicherung in der Rentenkasse stellen. Und die Deutsche Rentenversicherung oder der Rentenversicherungsträger prüft dann, ob ich überhaupt das Recht habe, mich freiwillig zu versichern. Denn nicht jeder in Deutschland kann sich freiwillig versichern. Derjenige, der schon pflichtversichert ist, also zum Beispiel ein Arbeitnehmer oder jemand, der ALG 1 oder Krankengeld bezieht, der kann keine freiwilligen Beiträge in die Rentenkasse nach den allgemeinen Vorschriften des SGB VI einzahlen. Das geht da nicht. Aber zum Beispiel Selbstständige oder diejenigen, die meinetwegen mit 60 oder 63 aufhören wollen mit Arbeiten, die können ganz entspannt freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Wir haben einen Mindestbeitrag, 83,70 Euro. Und wir haben einen Höchstbeitrag, kenne ich jetzt nicht, der liegt bei über 1.300 Euro. Das ist die Bandbreite, die Sie praktisch in die Rentenkasse einzahlen können. Wenn Wartezeitmonate fehlen für die Rente ohne Abschläge, 45 Jahre Wartezeit, dann bitte in die Rentenauskunft reingucken und einfach rechnen und schauen, reicht es aus oder reicht es nicht aus. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.